Ja, und wie ich sagte, es waren vor allen Dingen Landwirte, die die Verbreitung der Drecksort vorangetrieben haben. Das war so in Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Und das ist das System, was sich überall am meisten bewährt hat. Farmer-to-Farmer-Extension, wenn unter Gleichgesinnten gesprochen wird, dann ist das besser, als wenn die hohe Wissenschaftlichkeit kommt und den Leuten irgendwas erzählt. Der erste Landwirt in Brasilien fing 1972 direkt, also vor 49 Jahren, an. Das war der Herbert Barth, leider am 29. Januar dieses Jahres verstorben. Im Alter von 73 Jahren. Und er steht unten links neben seiner Drecksmaschine, die er persönlich in USA aussuchte und im Jahr 72 zum ersten Mal einsetzte. Ja, und es gab in der Zeit, muss man sich überlegen, nur zwei Herbizide für Direktsaat, das war das Paraquat und 2,4-D. Ansonsten gab es nichts. Ja, für seine Leistung erhielt Herbert Barth 2009 eine persönliche Anerkennung vom Präsidenten Brasiliens, Inácio Lula. Das ist wichtig, solche Auszeichnungen, nämlich sie zeigen, dass man das anerkennt, was die Landwirte in den letzten Jahren geleistet haben. In diesem Bild sehen wir eine komplette Landschaft, wo alles in Drecksaat ist. Ich habe diesen Flug etwa vor 5, 6 Jahren gemacht und wäre ich vor 40, 50 Jahren dieselbe Strecke geflogen, hätte ich fast 90% alles rot gesehen, weil der Boden zu sehen war und die Bodenwabung sehr intensiv war. Also es ist beeindruckend, wie sich das flächendeckend ausgebreitet hat. Boden kann entweder eine Quelle oder auch ein Speicher von Klimagasen sein. Und hier haben wir Losing Carbon links. Wenn man Boden bearbeitet, ist so ähnlich, als wenn man das Stroh oberflächlich verbrennen würde. Und rechts Gaining Carbon, es wird also der Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Boden durch die Photosynthese in den Boden gebracht. Und das sind eben Gegensätze von zwei Anbaumethoden. Der Flug ist doppelt negativ. CO2 entweicht durch das Pflügen in den Boden, in die Atmosphäre und man sieht, die Geldscheine fliegen damit, weil das kostet natürlich alles Geld. Das heißt, wir haben sehr viele Änderungen eines natürlichen Systems hier. Das heißt, mit den Flügen zerstören wir die Bodenaggregate, Mycelien, die gehen dadurch hin und das Bodenleben allgemein nimmt ab und führt zur Erosion und Degradation des Bodens, als auch zur Reduzierung des Kohlenstoffs im Boden. Und ja, wir sagten schon, über das CO2, was in die Luft gestoßen wurde. Aber es gibt durch jeden Arbeitsgang mit einem Bodenbearbeitungsgerät haben wir Bodenwasserverluste, die ungefähr auch mit 15 mm beziffert werden können. Dann hat in konventioneller Bau konventionellen Anbau
haben die Landwirte ca. 66% höheren Dieselverbrauch als in Direktsaat. Der Schaden ist natürlich groß. Er entspricht einem Erdbeben der Stärke 9, einer Implosion eines Gebäudes und das alles gleichzeitig. Das heißt, ich wüsste keinen positiven Aspekt des Flügens, könnte ich nicht aufzählen, obwohl das wenig diskutiert wird hier in Deutschland, aber es ist so, es ist unweigerlich, dass wir den Boden degradieren, wenn wir Bodenbearbeitung machen. Und man muss sich nur die Boden-Humus-Verhältnisse in Deutschland angucken, die in seltenen Fängen, in seltenen Gelegenheiten viel über 3% liegen. Die meisten liegen bei 2% oder noch weniger. In Direktsaat natürlich haben wir einen gesunden Boden und wenn wir einen gesunden Boden haben, produziert er Früchte, die auch gesünder sind. Hier haben wir den Humusgehalt des Bodens in konventioneller Bodenwahrung, ist relativ beständig, wie man es an der Abbildung links, das Rot, der rote Abschnitt dargegeben wird. Und in Nautilus ist es allerdings nur in der Bodenoberfläche. In 10 Jahren von 1,7 auf etwa 3,5% gestiegen. Ganz kurz, das war ohne Zwischenfrüchte. Ja, ohne Zwischenfrüchte, aber hier haben wir eine zweite Abbildung, wo wir den ältesten Direktsaatversuch der Welt und die Ergebnisse ansehen. Das heißt, sie sind heute im Jahr 62 angefangen, sind 60 Jahre, seit 60 Jahren wird dieser Versuch fortgeführt. In einer Fruchtfolge Mais, Weizen, ohne Zwischenfrüchte, also eine reine Direktsaat mit Fruchtfolge Mais, Soja. Das Interessante ist, dass wir bei Direktsaat immer eine steigende Kurve haben. Ich fragte den aktuellen Manager dieses Versuches, ob er mir nicht die Daten schicken könnte, wie es seit 2003 gewesen ist, weil wir haben seitdem ja schon fast 20 Jahre mehr aufzuweisen. Und mich würde interessieren, wie ist die Kurve jetzt, ob sie noch immer weiter nach oben geht, wenn es auch sagt ist, oder wo die Ergebnisse jetzt enden. Und bei der Plautil, das heißt die gelbe Linie unten mit den Dreiecken, haben wir eine Abnahme des Humusgehalts. Das heißt, wir haben oben die typische Kurve einer nachhaltigen Entwicklung. Organische Substanz geht nach oben und eine typische Abbildung einer nicht nachhaltigen Wirtschaftsweise, die das konventionelle Anbausystem mit dem Pflug hier zeigt. Das ist ein anderer Ort. Das erste war Worcester. Dieser Ort ist Hoytville, derselbe Versuch. Die Kurven verlaufen ganz anders, aber worauf es ankommt, ist wieder festzustellen, dass in diesen 50 Jahren dieser Versuch oder in der Zeit, als dieser Bericht geschrieben wurde, und die organische Substanz immer nach oben geht und in konventionell, das heißt Pflügen, immer nach, wenn auch geringfügig zu Anfang, aber stetig nach unten geht. Hier haben wir, in dieser Abbildung zeigen wir,
die Erträge nach 40 Jahren in Worcester und Hornsby, das heißt dieselben beiden Orte, Standorte, die wir gerade beschrieben haben, das heißt Worcester in Gelb und Hornsby in Rot. Und da sehen wir, dass die Erträge höher sind in Direktsaat als mit dem, wenn man den Boden mit dem Pflug bearbeitet. Das war in beiden Standorten so. Wenn wir schon Direktsaat machen, dann muss das in einer ausreichenden, mit einer ausreichenden Mulchauflage geschehen, weil sonst haben wir das Problem, dass wir nicht genügend organische Substanz in den Boden kriegen. Und auch wegen der Unkräuter, je höher der Mulch, die Mulchauflage ist von der vorgehenden Frucht, desto besser für den Boden. Dagegen diese hier ist eine Direktsaat, die ich nicht als Direktsaat bezeichnen würde. Es ist mehr ein, was die Amerikaner ein Strip-Tillage nennen oder eine Streifenbearbeitung. Und in der Mitte ist ein kleines Feld, was nicht bearbeitet wird. Das ist hier ein Bild aus dem Jahr 2011 aus Mato Grosso in Brasilien. Und die amerikanischen Wissenschaftler, die das hier gerade untersuchen, die stellen auch fest, dass das eben keine sehr gesunde Direktsaat ist. Bei solchen Bedingungen ist natürlich eine Kohlenstoffbindung nicht möglich. Jetzt würden die meisten deutschen Landwirte natürlich sagen, ach Mensch, also das Strip-Till und das ist ja flach, das ist doch eigentlich schon super. Und ja, das ist Südamerika, da ist es warm, wir sind hier in Deutschland, da ist es kälter, aber du warst ja in der ganzen Welt unterwegs. Würdest du sagen, das kann man, die Grundaussage kann man 1:1 so übertragen und das dauert einfach nur ein bisschen länger in Deutschland? Oder würdest du sagen, das kann sich hier sogar verschieben, dass selbst mit einer Zinkendirektsaat hier ein Humusaufbau möglich ist? Weil die Fragen, die werden von vielen Landwirten kommen. Ich meine, die Standortbedingungen sind überall anders. Aber die Prinzipien der Direktsaat sind immer die gleichen. Oder die Prinzipien jedes Anbausystems sind die gleichen. Und das Prinzip, was in der Direktsaat vor allen Dingen Bedeutung hat, das ist das Prinzip der ganzjährigen Bodenbedeckung. Und da geht es immer desto mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Wenn wir an die Bodenbearbeitung denken, ist das andere Prinzip, je weniger, je besser. Ja, und Ertrag, ja, das hängt von einzelnen Betrieb ab und von vielen anderen Faktoren. Aber die Prinzipien dieser Anbausysteme in Direktsaat sind keine Bodenbearbeitung, Bodenbedeckung so viel wie möglich, Fruchtfolge und Diversität. Diese drei Aspekte sind die Prinzipien der Landwirtschaft und die gelten überall auf der ganzen Welt. Ich meine, ich habe natürlich hier und da Limitierungen. Wenn ich mit 250 mm auf sandigem Boden in Australien Landwirtschaft betreibe, dann kann ich nicht erwarten, dass da noch im Winter oder in der anderen Saison noch was angebaut werden kann, was dann wächst. Es ist einfach von der Regenmenge zu gering. Aber die Prinzipien gelten auch da, wenn ich die Möglichkeit geschaffen habe. Und einige Bauern berichten davon, dass wenn sie investieren und immer mehr Humus im Boden speichern,
oder Kohlenstoff im Boden speichern, verbessert sich das und der Boden wird reicher an Kohlenstoff und hat dann auch bessere Erträge. In diesem Bild sehen wir, hier wird berichtet von 1991 bis 2004, hat Brasilien seine Körnerproduktion verdoppelt, obwohl die Anbaufläche nur um 9% zunahm. Das heißt, in derselben Zeit ist das wie in der Kurve links, Zunahme der Direktzahlfläche, die fing ab 91 an, so rasant zu sein, wie wir es in der Abbildung hier sehen. Und obwohl in diesen Jahren nur 9% an Fläche, die direkt an Fläche zugenommen hat, ist es so, dass sich die Körnerproduktion im Lande verdoppelt hat. Und unter Körner werden dann in südamerikanischer verstanden alle Körnerfrüchte, Weizen, Gerste, Sojabohnen, Mais und was auch. Die Baumwolle käme nicht, natürlich nicht darunter, aber alle Kulturen, die Körner irgendwelcher Art produzieren. In Argentinien passierte genau dasselbe oder in der Tendenz. Das heißt, in den Jahren zwischen 1988 und 2001 verdoppelte sich die Körnerproduktion, mehr als verdoppelte sich, mit 164% erhöhte sich die Körnerproduktion im Vergleich zu den ersten Jahren. Und wir sehen wieder einen nur kleinen Anstieg der Fläche, das sind die roten Kolumnen unten im Bild. Ja, die globale Adoption der Drechsel ist eine Realität heutzutage. Hier stehen 150 Millionen Hektar. Es sind schon Daten veröffentlicht worden, dass es im Jahr 2016 180 Millionen war. Und man erfährt schon, dass man heute, also im Jahr 2021, mindestens 200 Millionen Hektar auf der ganzen Welt hat. Die Nummern hier sind natürlich veraltet, aber sie geben uns einen Einblick in die globale Adoption der Drechsel. Und so wird das, wenn Sie verschiedene Veröffentlichungen sehen, die wir mit, vor allen Dingen mit Dr. Friedrich aus der FAO, als auch Dr. Kassam in der Universität Reding gemacht haben, waren also im Jahr 1974 gab es nur 2,8 Millionen Hektar in Südamerika. Und diese Fläche stieg und oder Moment, das sind Welt in der, nicht in Süden, sondern auf der ganzen Welt. Und dann stieg es nur 84 von auf 6,2 Millionen im Jahr 99 auf 45 Millionen im Jahr 2010 auf 117 Millionen und wie gesagt 2018 180 Millionen Hektar wird diese Technologie weltweit angewendet. Hier haben wir direkt nach Kontinenten aufgezählt und wir sehen, in Südamerika gibt es fast praktisch 70 Millionen Hektar, die unter Drechsel sind. Dagegen in Nordamerika sind es nur 63 Millionen, das ist Kanada, USA und Mexiko. Australien und Neuseeland haben 22,7 Millionen, Asien rund 14 Millionen, Russland und die Ukraine 5,7 Millionen, Afrika 3 und Europa
das Schlusskind. Nur 1,1% der globalen Direktzahlen. Wenn man sich hier diese Zahlen ansieht, das ist dann ein bisschen einprägsamer, aber das als Kuchen zu präsentieren, wo Südamerika die meiste Direktzahl auf Südamerika fällt und auf USA und Kanada, 14,7% Australien und Neuseeland und nur 3,5% im Rest der Welt. Und Europa, kann man sagen, ist hinsichtlich der Anwendung der Direktzahl ein Entwicklungskontinent. Und hier muss noch viel Arbeit geleistet werden, um diese Barriere, vor allen Dingen, denke ich, psychologische Barriere zu überwinden. Laut ECAF werden 200.000 Hektar direkt in Deutschland praktiziert. Bloß ich weiß nicht, wo diese direkt ist, weil ich kenne nicht sehr viel der deutschen Landwirtschaft, aber das Wenige, was ich kenne, ist, dass es unmöglich so eine große Fläche in Deutschland praktiziert wird. Vermutlich wird die Direktzahl auf maximal 5.000 Hektar praktiziert. Und das, wenn das irgendwo jemand gibt, der mir eine andere Zahl nennen kann, dann soll er bitte sagen, wo und wann diese Landwirte mit Direktzahl angefangen haben, beziehungsweise das betreibt. Die Forschung spielte in Südamerika eine sehr große Rolle in der Entwicklung. Obwohl Embrapa, das Pendant zum USDA in den USA, was bekannt ist, war Embrapa gegen die Direktzahl, in den ersten Jahren und hat gesagt, das ist ein System, das kann nicht funktionieren. Und bis dann die Landwirte das so weit gebracht haben, dass die sich dazu äußern mussten. Und heute ist die Embrapa ein großer Unterstützer der Direktzahl in Brasilien und die machen viel Forschung und viel Versuchsarbeit, um die wichtigsten Faktoren, die wir eben wissen müssen, wie Kohlenstoffspeicherung im Boden und diese ganzen Dinge, die natürlich immer weiter geforscht werden können und sollen. Und das sehe ich hier in Deutschland nicht. Ich sehe oder höre, dass die Forschung ziemlich wenig tätig ist hier in Deutschland in Bezug auf Direktzahl. Und auch die Bücher oder die Veröffentlichungen nicht widerspiegeln, was es auf der Welt bereits an Direktzahl gibt. Das heißt, ich glaube, es wäre an der Zeit, dass man auch in Deutschland ein bisschen intensiver in die Forschung einsteigt. Es kommen immer wieder neue Fragen auf, von denen man eine Antwort haben möchte. Welchen Einfluss hatte die Direktzahl im Mercosur? Mercosur ist ein gemeinsamer Markt in der Länder, vor allen Dingen Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Also nach dem CIMIT, der diese Sachen sehr genau untersucht hat, ist das Direktsaatsystem ein System, was sich ökonomisch und ökologisch gelohnt hat und sozial nachhaltig ist. Und es ist die Form des Ackerbaus, die in Südamerika empfohlen wird. Rolf, könntest du vielleicht noch mal kurz erwähnen, weil die Landwirte hier, die kennen das ja alles nicht, einmal was das APRESIT ist und was das CIMIT ist, was die genau machen, wo die sitzen, damit die Landwirte das einordnen können. APRESIT ist der Dachverband
der argentinischen Landwirte, die Direktsaat betreiben oder auch interessiert sind an der Direktsaat. Und Abrezit macht jedes Jahr, organisiert jedes Jahr eine Direktsaatkonferenz, meistens in Rosario, Argentinien. Und dort werden immer die neuesten Erkenntnisse der verschiedenen Aspekte der Direktsaat wiedergegeben. Sogar sehr viele der Vorträge in Simultanübersetzung ins Englische. Also Spanisch dürfte da kein Problem sein. Abrezit ist eine sehr große Organisation. Und irgendjemand mal in die Homepage von denen einsteigen möchte, wird er sehr schnell fündig werden, was die Institution alles macht. Und CIMMYT ist die Abkürzung für internationales Weizen- und Maisforschungsinstitut mit Sitz in Mexico City. Und die haben natürlich weltweit Niederlassungen. Ich darf daran erinnern, dass der Nobelpreis, der einzige Landwirt, der mal einen Nobelpreis bekommen hat, ist der Norman Borlaug, und der hat im CIMMYT gearbeitet, ne? In CIMMYT in Mexiko gearbeitet. Dort hat auch ein Dr. Mohan Kohli gearbeitet, der in Paraguay jetzt Weizenzüchtung macht, mit guten Erfolgen. Welche sind die Gründe für eine intensive Verbreitung der Direktsaat in Südamerika? Und hier haben wir noch ein Kürzel, CAAPAS, das steht für Confederación de Agricultura Sustentable in las Américas. Also die südamerikanischen Landwirte haben sich in einem Dachverband angeschlossen, der CAAPAS heißt, zu dem dann auch nicht nur Organisationen in Brasilien oder in Argentinien, sondern weltweit sich angegliedert haben. Und sie betreiben oder organisieren mit denen auch den 8. Weltkongress über Conservation Agriculture, der digital in ein paar Monaten in der Schweiz stattfinden wird. 8. World Congress of Conservation Agriculture. 8th World Congress of Conservation Agriculture kann jeder im Internet nachforschen. Welche sind die Gründe, dass die Direktsaat in Südamerika so gewachsen ist? Wir haben Vorteile, ökologische Vorteile, Erosionsvermeidung, Kohlenstoffbindung im Boden und verbesserte Bodengesundheit. Ein gesunder Boden, der hat eine gute Aggregatstabilität, hat Globulin im Boden gespeichert und wird dadurch nicht so schnell von Erosion befallen. Und wir haben den ökonomischen Aspekt, gleiche oder höhere Erträge. Ich sage immer, wenn jemand schlechtere Erträge als konventional hat, dann hat er irgendetwas falsch gemacht. Also nicht, dass das System weniger bringen würde, wenn man beide Systeme in deren, wie das System zusammengesetzt ist. Man muss natürlich auf ständige Bodenbearbeitung achten. Und das ist bei Versuchen immer ein Problem. Wenn ich einen Versuch anstelle, der mehr als einen Faktor ändert, dann wird es ein mehrfaktoreller Versuch.
Und den zu analysieren und durchzuführen, da brauche ich große Flächen und großen Einsatz. Das heißt, ich muss beide Systeme optimal bestücken. Ich muss die optimale konventionelle Bodenbearbeitung machen und auch die optimale Direktsaat. Das heißt, wenn ich durch Direktsaat einen Vorteil habe, wenn ich früher anfangen kann, dann ist das zum Beispiel ein Vorteil, den man in der konventionellen Landwirtschaft nicht hat. Der Zeitaufwand ist sehr, sehr gering, ist viel geringer in der Direktsaat. Man braucht auch weniger Inputs, verringerte Lohnkosten und weniger Traktorstunden. Man ist erstaunt, wenn man die Leute fragt, in Südamerika, wie lange hast du denn deinen Traktor schon? Dann haben die einen Traktor über 20, 25, 30 Jahre, ohne den jemals ausgetauscht zu haben. Und ja, man braucht eben weniger Maschinen. Man hat einen 66-prozentigen Dieselkraftstoff-Einsparung durch das System und dadurch natürlich geringere Maschinenkosten, während man in konventioneller Bearbeitung immer mal einen Schar wechseln muss oder eine Scheibe oder irgendwas, sind die Kosten in der Direktsaat natürlich sehr viel geringer. Und schlussendlich hat man einen höheren Gewinn. Rolf, du schreibst ja vom geringeren Input. Wie siehst du das hinsichtlich Pflanzenschutz im Vergleich mit dem konventionellen System und vielleicht auch den Punkt Mineraldünger? Also in Bezug auf Pflanzenschutz wollen wir mal die Insektizide, also die Arthropoden und so weiter. Es ist so, dass Direktsaat bei manchen Krankheiten mehr befallen werden als unter konventioneller Aussaat. Und in anderen Fällen ist es umgekehrt. Das hängt auch von Standort ab, wo man sitzt. Also wir haben das in Brasilien ein bisschen untersucht, welche Krankheiten oder Schädlinge kommen vor allen Dingen in Direktsaat vor. Und da gibt es genauso viele im Durchschnitt oder annähernd so viele, die begünstigt werden und genauso viele, die nicht begünstigt werden. Also von daher ist diese Aussage schon mal, die das ist nicht mehr oder weniger wird. Bei Herbiziden. Herbiziden ist eine komplexe Sache, weil die Unterschiede sehr, sehr groß sind zwischen den in verschiedenen Regionen. Und ich muss dazu sagen, während im konventionellen Anbau, wenn das Unkraut kommt, ein Eckenstrich und die Unkraut sind abgetötet. Wenn ich manchmal die Attacken an das Glyphosat denke. Und dieses Gift tötet Pflanzen. Ja, der Flug vielleicht nicht. Der Flug tötet ja auch Pflanzen. Und die Scheibenegge und die Geräte, die dazugenommen werden. Also, das ist schon mal ein Argument. Und das ist, was sehr interessant ist, wenn ich Direktsaat mache, muss ich mir Kenntnisse aneignen, welche Herbizide man nimmt, und ich muss die Wirkung dieses Herbizids genau kennen. Dagegen, jeder Analphabet kann sich auf den Traktor setzen und eine Scheibenegge hinter sich ziehen und braucht nicht zu wissen, welche Unkräuter auf dem Feld sind. Das heißt, der Managementaufwand, und das muss man sagen, ist sehr viel größer in der Direktsaat, und ich muss bereit sein und willig sein, mir diese Kenntnisse anzueignen. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich sofort der Verlierer in der Direktsaat, weil die Direktsaat
funktioniert nur, wenn ich sie unter optimalen Bedingungen anbaue und nicht so einfach, wie man früher Ackerbau betrieben hat mit Bodenbearbeitung. Da muss man schon mal ein bisschen investieren in Management. Aber da das ganze System sehr viel mehr Zeit übrig lässt, habe ich die Zeit, um mir diese Management- und Detailkenntnisse, der direkt sagt, zu erarbeiten. Das heißt, dieser Punkt, der wird sehr oft übersehen, wenn diese beiden Systeme verglichen werden. Man muss also auf diese Details sehr, sehr darauf achten. Wir haben einen höheren Management-Einsatz, und wer gut managen kann, der will auch mit der Drexler gut fertig werden. Dagegen einer, der lieber die Scheibenwege hinter sich zieht, der wird natürlich immer finden, dass das Drexler-System zu kompliziert ist und nicht durchzuführen ist. Ja, warum Conservation Agriculture Drexler? Laut Embrapa, und wir hörten schon vorher, dass Embrapa das Gegenstück ist zum USDA in den USA, das heißt, das Landwirtschaftsministerium, die Autorität in landwirtschaftlichen Fragen überhaupt. Laut Embrapa hat der Rechtsrat zu Folgendem beigetragen: bessere Wasserqualität in Einzugsgebieten, eine deutlich reduzierte Erosion, eine Erhaltung der Biodiversität, eine 60-70% Reduktion im Kraftstoffverbrauch, das haben wir schon gehabt, Speicherung erheblicher Mengen an atmosphärischem Kohlenstoff im Boden und schlussendlich geringes Ausfallrisiko, das heißt geringe Dürre, Erosion und so weiter, sind hier weniger bedeutend. Ich darf daran erinnern, dass im Staat Paraná in den 70er und Anfang der 80er Jahre die Leute sehr viel Bodenbearbeitung gemacht haben und dadurch eben eine ungeheuerliche Erosion hatten. Und ja, dass ich oft, wenn man gerade ausgesät hat und einen starken Niederschlag bekommen hat, ist einem die ganze Oberfläche im Boden mindestens bis 15, 20 Zentimeter oder 30 weggeflossen. Das heißt, ich habe gerade ausgesät und habe vielleicht nur noch 30% meiner ausgesäten Frucht auf dem Feld stehen, der Rest wurde von der Erosion weggetragen. Dann fahren die Leute mit einer Scheibenegge drüber und machen das Ganze nochmal. Und es wurde früher bis zu dreimal neu ausgesät, weil immer wieder die Erosion den Boden mit der frisch ausgesäten Kultur von Erosion befallen wurde. War das immer durch die Erosion oder gab es auch mal Fälle, dass einfach der Boden sich viel zu viel erwärmt hat, weil die Sonne steht ja fast oben drauf zur Saatzeit? Das kann auch vorkommen. Nämlich, das wissen die wenigsten, Sojabohne, ein Saatkorn Sojabohne, kann einen Hitzeschlag von 40 Grad nicht vertragen. Und wir haben Temperaturen an der Bodenoberfläche bis zu 70 Grad gemessen, während das nur 36 Grad in der Drexler war. Also diese Bodenerwärmung in den warmen Ländern ist nicht klein zu sprechen, sondern im Gegenteil, ist ein sehr wichtiger Faktor, den man berücksichtigen muss. Ja, warum Drexler? Wenn ich diese Zahlen hier sehe, dann reduziert man die Aufwendung mit Kraftstoff, also Diesel, auf 33%. Das sind Riesensummen, die da in einem Betrieb
eingespart werden. Ja, die gewonnenen Erkenntnisse sollen natürlich weitergegeben werden, aber vor allen Dingen muss man eins berücksichtigen: immer mit der Natur arbeiten und nicht gegen die Natur. Und der Pflug und jede Bodenbearbeitung ist ein widernatürlicher Eingriff des Menschen in den Boden. Pflügen ist das beste Beispiel. Dagegen ist Direktsaat ein nachhaltiges Anbausystem, wenn wir es richtig betreiben mit Zwischenfrüchten und dauerhafter Bodenbedeckung. Es hat also in Südamerika ein radikaler Paradigmenwechsel in den Jahren 1971, in den 80er Jahren, in den 1990er Jahren und bis 2000 haben noch sehr viele Leute den Boden bearbeitet, aber inzwischen gehen die Landwirte, die wenigen, die es noch nicht machen, auch auf dieses regenerative System über. Also das ist die Veränderung. Von bodenbearbeiteten Boden mit zum Beispiel auf dem Bild hier nur 8% Gefälle, keine Bodenbedeckung, der ganze Boden erodiert den Hang abwärts, weil dort ein starker Regenguss gefallen ist. Dagegen haben wir auf der Direktsaat von Herrn Corovetto zum Beispiel ein Gefälle von 20% und keine Erosion. Das heißt, das sind Welten zwischen dem System in Bezug auf die Erosionsanfälligkeit. Und wir können nie eine nachhaltige Produktion erlangen, solange wir den Boden bearbeiten. Das heißt, wir müssen auf dieses System wechseln, um nachhaltig zu bleiben. Ja, das sind alles radikale Veränderungen. Zum Beispiel hier, wenn sich der nackte Boden auf 70 Grad Celsius in der Oberfläche anheizt, da kann man die Sojabohne gleich in den Backofen stecken und das ist also vielen Leuten schon passiert, wenn die nicht aufpassen mit der Lagerung und die Sojabohne eine bestimmte Temperatur überschreiten, dann sind die Körner nicht mehr keimfähig. Wir haben hier ein verbessertes System, in dem wir Regenwürmer und Insekten, Arthropoden, alles Mögliche im Boden haben. Und ich darf daran erinnern, dass in einem Löffel gesunden Boden mehr Lebewesen enthalten sind, als wir Menschen auf Erden haben. Das ist eine Aussage, die man neuerdings immer öfter hören wird. High Disturbance Bodenbearbeitung ist keine Alternative zur wahren Direktsaat, weil ich zu viel Boden bearbeite, wenn ich das so mache, wie es hier im Bild gemacht wird. Dagegen, wir streben alle eine Low Disturbance Direktsaat an. Im Idealfall, dass man nachher suchen muss, wo ist denn hier die Reihe, in der ausgesät wurde. Man braucht erstmal eine Richtschnur, um diesen Platz zu finden. Das ist eine Veränderung, eine radikale. Von der Sojamonokultur muss man Platz machen für eine Diversifizierung der Kulturen, die angebaut werden. Nämlich, man muss hier auch sagen, dass die Forschung permanent gefordert wird, hier Pflanzen zu entwickeln, die für dieses System vorteilhaft werden. Zum Beispiel gibt es hier eine Zulassung für den Hanfanbau, der ich meine, einen sehr guten Bodenschutz
erzeugen könnte. Man muss dafür natürlich eine Genehmigung haben. Aber hier müssen wir Forschung haben, damit die Gründungen, die vielleicht einen zu kurzen Zyklus haben, dass der ein bisschen länger ist, um eine Lücke zu schließen, oder kürzer. Das heißt, man kann ja mit Gentechnik einiges erreichen, was man früher nicht erreichen konnte. Und ich darf erinnere mich von Gentechnik, da drehen die manche Deutsche ja ein bisschen durch, dass die 100 Wissenschaftler gefragt wurden, sind sie für oder gegen, und man hat im Nu 100 Wissenschaftler zusammenbekommen, die unterschrieben haben, ja, die Gentechnik ist es waren 100 Nobelpreisträger, die gefragt wurden. Und die haben alle unterschrieben, dass sie für die Gentechnik und vor allem Forschung in der Gentechnik sind. So, und hier haben wir nun die Vergangenheit in Brasilien, die Iguaçu-Wasserfälle, von vielen Leuten bekannt, in den 70er, 80er Jahren, voll Sedimente, voll Boden geladen, fallen da tonnenweise Boden, wird Boden mit sich gerissen, der dann in Buenos Aires abgelagert wird. Und wenn ich erinnern darf, die Po-Mündung in Italien, da segelte der Paulus, der Apostel Paulus, hin und predigte sein Evangelium. Und heute liegt Adria 20 Kilometer vom Meer entfernt. Das war früher der Hafen. In Ephesus ist es so ähnlich. Und dort war durch Verlandung, während der Paulus damals hinsegelte, kann man heute sehen, dass in fünf Kilometer der Stadt Ephesus das Meer ist. Das heißt, diese Sedimente machen da auch oder geben einen Einblick, was die Erosion alles machen kann. Und hier sind wir am Ende unseres Vortrages. Und so sehen die Iguaçu-Fälle heute aus. Das heißt, reines, klares Wasser fließt jetzt runter, und das ist die Zukunft der Landwirtschaft in Südamerika. Wolf, du hattest mir ja mal, ich glaube, das war in deinem Buch, waren irgendwo Tabellen drin, da konnte man doch auch sehen, dass die Sedimentlast, ich glaube, vor den Staudämmen, die hat doch zeitlich korreliert mit der Bodenbearbeitung. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen. Ja, in der Zeit, wo die Leute einem das nicht glauben wollten, dass man direkt sagt, dass die Bodenbearbeitung so einen Schaden herrichtet, wie wir das behaupteten. Wir hatten mal den Herrn William Sorensen, Dr. William Sorensen, der später der Leiter der Wirtschaftsabteilung der FAO, Investment Center, da war er Leiter davon, aber erst später. Und der hat bei uns mehrere Einsätze gemacht in Bezug auf die ökonomischen, er war ein Ökonom, und also ein Wirtschaftsexperte, und welche Vor- oder welche finanziellen Nachteile hätte das eine oder das andere System. Und der ist an die Behörde in Iguaçu gegangen, die dann die Hoheit über diesen Stausee hat, der ja bis vor kurzem noch der größte Staudamm der Welt war. Und die meiste Elektroenergie hervorbrachte. Natürlich, man hat
eine Gefahr der Verlandung, wenn man der Erosion freien Gang gibt. Und er, dieser Consultant, hat sich die Analyse der Bodensedimente, der Stickstoff- und Phosphorgehalte des Bodens im Staudamm geben lassen von der dortigen Behörde. Und da kam ganz klar heraus, dass exakt in der Zeit, wenn die Bodenbearbeitung ist, dort die höchsten Werte an Stickstoff, Phosphor und so weiter gefunden wurden. Und das war der schwarz auf weiß Beweis, dass natürlich die Bodenbearbeitung der Hauptgrund der Erosion in Brasilien war. Und das hat sehr geholfen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Man darf dies also durchaus hier anwenden und in der ganzen Welt. Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, noch die intelligenteste oder schlaueste, sondern es ist die, die sich am ehesten anpassen kann. Das ist die Spezies, die Zukunft, die in Zukunft sich weiterentwickeln kann. Und das ist ein schlauer Satz von dem guten Charles Darwin. Und in Soil Management with No-Tillage we trust. Das heißt, wir müssen im Grunde überzeugt sein von dem, was wir machen. Wenn wir alles außer halbherzig machen, das führt nicht zum Erfolg. Das heißt, wir brauchen auch hier vollen Einsatz unserer Kräfte, unserer intellektuellen wie auch praktischen Kenntnisse. Herzlichen Dank.